Hallihallo allerseits und damit ein recht herzliches Willkommen zu diesem neuen Schlagschraubertest. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch mal wieder ein kompaktes Gerät von DEWALT für euch. Und zwar nicht diesen Kollegen hier, den DCF 894. Nein, sondern es geht um den Nachfolger, den DEWALT DCF 891. Was dieser kompakte und leistungsstarke Akkuschlagschrauber wirklich so zu bieten hat, wie er sich schlägt und natürlich ganz wichtig, ob sich ein Kauf respektive ein Upgrade wirklich lohnt oder nicht. Genau das würde ich sagen, wollen wir uns heute zusammen einmal im Video anschauen. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, deswegen starten wir gleich nach dem Intro. Wie üblich, falls noch nicht geschehen, dann definitiv diesen Kanal jetzt noch schnell abonnieren plus die Glocke aktivieren, um künftig kein neues Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise dieser beiden Geräte findest du unten in der Videobeschreibung. Und damit los geht's nach dem Intro. Also ganz ehrlich, bezüglich der Nummerierung ist das Ganze bei DEWALT ja doch etwas verwirrend. Jedenfalls für mich persönlich. Das hier ist der DEWALT DCF 894. Ein schön kompakter und handlicher Akkuschlagschrauber aus dem 18-Volt-Segment. Direkt dahinter nun der Nachfolger, und zwar der DCF 891. Numerisch gesehen zwar unter diesem, aber hoffentlich leistungstechnisch und bezogen auf die Ausstattung über diesem. Was dieser Akkuschlagschrauber also zu bieten hat, genau das würde ich sagen, wollen wir uns im heutigen Video einmal ausführlich anschauen, nicht zuletzt auch im Vergleich zu diesem Vorgängermodell. Apropos, bevor ich es vergesse, das Vorgängermodell, und zwar den DEWALT DCF 894, also genau diesen Akkuschlagschrauber, habe ich ebenfalls schon einmal separat getestet und vorgestellt. Falls du dieses Video also noch nicht gesehen haben solltest, dann würde ich dir empfehlen, das gleich noch einmal anzuschauen. Ich werde es dir einmal hier oben rechts auf der Infokarte verlinken, denn im heutigen Video geht es ausschließlich oder hauptsächlich um diesen neuen, beziehungsweise dann um Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Akkuschlagschraubern. So weit, so gut. Das heißt also, der 894er kann erst einmal beiseite, sodass wir nun den Blick direkt auf diesen neuen Akkuschlagschrauber werfen können. Wie ersichtlich, der DEWALT DCF 891 NT kommt in dieser Variante in einem praktischen Tragekoffer, natürlich in der DEWALT Optik, das heißt komplett schwarz mit dem gelben Schriftzug bzw. auch hier gelben Verschlüssen an der Seite. Auf der Vorderseite befinden sich weiterhin zwei kleine gelbe Sticker mit den wichtigsten Informationen zu diesem Akkuschlagschrauber, aber auch darauf werde ich natürlich nachher noch einmal ausführlich zu sprechen kommen. Deutlich interessanter der eigentliche Tragekoffer, und zwar hierzu muss ich sagen, dieser macht wirklich einen extrem robusten und soliden Eindruck. Das heißt, der Akkuschlagschrauber hier drin ist definitiv gut geschützt. Des Weiteren zu erwähnen, ganz oben dran bzw. auch auf der Vorderseite befinden sich zwei Handgriffe. Diese fühlen sich ebenfalls ziemlich gut an und sind außerdem gummiert. Auf der Oberseite bzw. in dieser Position, eigentlich ganz vorn dran, befinden sich wie ersichtlich zwei silbrige Metallverschlüsse zum Öffnen und Verschließen des Koffers. Und wie man sehen kann, sieht man nichts. Das heißt, der gesamte Koffer von innen ist schwarz. Überraschenderweise befindet sich hier drin auch keine Gummi- oder Schaumstoffeinlage, wo das gesamte Zubehör dann geschützt ist, sondern wir haben hier nur diese Kunststoffeinlage mit mehreren Abteilen, wo dann Akku, Ladegerät bzw. hier der eigentliche Akkuschlagschrauber auch dennoch gut verstaut werden können. Des Weiteren im Lieferumfang, wie man sehen kann, natürlich der Papierkram, das heißt die Bedienungsanleitung für diesen Akkuschlagschrauber und auch für den DCF 892. Neben der Bedienungsanleitung gibt es einen weiteren kleinen Druckverschlussbeutel aus dem Lieferumfang, und zwar, wie man sehen kann, hier befindet sich zum einen der Gürtelclip und natürlich eine passende Schraube drin und nicht zu vergessen der eigentliche Akkuschlagschrauber, der DEWALT DCF 891. Da es sich in diesem Fall um das reine Solo-Gerät im Koffer handelt, ist dieser nun, wie man sehen kann, entsprechend leer. Das heißt, Akkus und Ladegerät muss man sich dann logischerweise separat besorgen. Empfehlenswert zum Beispiel dieser hier mit stolzen 6 Amperestunden. Und hier stehen sie nun, die beiden kompakten 18-Volt Akkuschlagschrauber von DEWALT DCF 894 und DEWALT DCF 891. Ja, wie ersichtlich, beide Akkuschlagschrauber sind zum Verwechseln ähnlich, jedenfalls rein äußerlich. Wie es technisch aussieht, genau das werden wir uns ebenfalls gleich einmal ausführlich anschauen.
Bezüglich der Optik hat sich ja zwischen diesen beiden Akkuschlagschraubern offensichtlich nicht viel getan. Das heißt, der neue DEWALT DCF 891 sieht äußerlich fast genauso aus wie der Vorgänger, der 894er. Selbstverständlich haben wir natürlich hier die typische DEWALT-Optik. Das heißt, der gesamte Akkuschlagschrauber ist in dem schönen auffälligen Gelb hinterlegt mit den schwarzen Gummierungen und natürlich hier der schwarzen DEWALT-Schrift. Rein optisch gefällt mir dieser Akkuschlagschrauber von DEWALT genauso wie der DCF 894 auf jeden Fall ziemlich gut. Beim ersten Hinschauen hat sich meiner Meinung nach nicht viel getan. Lediglich, wenn man nochmal ein weiteres Mal etwas genauer hinschaut, sieht man kleine, aber feine Unterschiede zwischen diesen beiden Akkuschlagschraubern. Neben einem unterschiedlichen XR-Logo und einem weißen und einem schwarzen Brushless-Schriftzug kann ich von dieser Seite keinen Unterschied feststellen. Der neue DEWALT DCF 891 macht dabei genauso wie der Vorgänger einen wirklich erstklassigen Eindruck. Das heißt, hier klappert nichts, hier wackelt nichts. Das Gerät wirkt wirklich extrem robust und qualitativ. Das Ganze noch einmal unterstrichen durch die sehr gute Verarbeitung. Das heißt, alle Spaltmaße sind gleichmäßig. Wir haben keine scharfen Kanten, keine Kunststoffüberreste und auch die präzise Gummierung hier im Handgriffbereich unterstreicht wirklich diese sehr, sehr gute Verarbeitung. Bezüglich der Verarbeitung gibt es also an diesen beiden Akkuschlagschraubern ohne Frage nichts zu bemängeln. Dennoch, beim ersten in die Hand nehmen fällt auf, dass beide Akkuschlagschrauber definitiv nicht gleich schwer sind. Denn der neue 891er scheint mir etwas schwerer und genau das, würde ich sagen, wollen wir nun ebenfalls einmal kurz nachprüfen. Genau dafür also nun einmal die Waage und ich würde sagen, wir beginnen gleich mit dem alten Akkuschlagschrauber, dem DCF 894. Wie man sehen kann, das reine Solo-Gerät wiegt dabei um die 1600 Gramm. Das heißt, dieser Akkuschlagschrauber ist ohne Frage nicht der leichteste, aber er ist auch nicht unbedingt schwer. Parallel dazu benötigen wir aber selbstverständlich auch noch einen Akku. Ich würde sagen diesen hier, den FlexVolt mit 6 Amperestunden. Und damit kommen wir auf ein Bruttogewicht von um die 2660 Gramm für den DEWALT DCF 894. Auf der anderen Seite der neue Akkuschlagschrauber, der DEWALT DCF 891. Auch diesen, würde ich sagen, wollen wir nun einmal kurz wiegen. Das heißt, beginnen wir auch hier mit dem Solo-Gerät. Und wie man sehen kann, dieser Akkuschlagschrauber wiegt ohne Akku schon 1726 Gramm. Das heißt, verglichen mit dem Vorgänger ist dieser Akkuschlagschrauber schon einmal 126 Gramm schwerer geworden. Ziemlich überraschend, denn wie wir nachher sehen werden, beide Akkuschlagschrauber sind größentechnisch fast identisch. Und nicht zu vergessen, auch hier natürlich der Akku, wieder der FlexVolt mit 6 Amperestunden. Das heißt, wir kommen auf ein Kampfgewicht von um die 1785 Gramm. Eine Gewichtsdifferenz zwischen diesen beiden Akkuschlagschraubern von um die 125 Gramm. Ziemlich interessant, wenn man bedenkt, dass diese beiden Geräte doch so unfassbar ähnlich sind. Das Ganze besonders gut sichtbar, wenn ich beide Akkuschlagschrauber einmal direkt nebeneinander halte. Im Vergleich sieht man also sehr schön, dass diese beiden Akkuschlagschrauber größentechnisch eigentlich komplett identisch sind. Das heißt, sie sind gleich lang, gleich breit und auch gleich hoch. In diesem Zuge ebenfalls noch einmal nachgemessen die Baulänge des neuen DEWALT DCF 891. Und zwar, ich würde sagen, einmal komplett mit Aufnahme haben wir hier nämlich eine Gesamtbaulänge von ca. 175 mm. Genauso wie auch bei diesem Modell, wobei der Akkuschlagschrauber ungefähr 205 mm hoch ist. Das heißt, es handelt sich hierbei um ein schön kompaktes Gerät, jedenfalls bezogen auch auf die Leistung, wodurch man dann mit diesem Akkuschlagschrauber auch problemlos in kleineren Ecken arbeiten kann. Machen wir weiter mit der Handhabung des neuen 891ers. Sobald man sich dabei einmal den Handgriff dieses Akkuschlagschraubers anschaut, merkt man sofort, dass es wirklich eins zu eins der gleiche ist wie bei diesem Modell. Ich meine ganz klar, wieso sollte man auch den Handgriff ändern, wenn er schon perfekt ist? Genau das hat sich mit Sicherheit auch DEWALT selbst gedacht und den Handgriff einfach eins zu eins so übernommen. Alles in Schwarz ist dabei, wie man sehen kann, eine großflächige Gummierung für mehr Rutschfestigkeit. Auf der Vorderseite eine leichte Riffelung, hinten ebenfalls eine sehr raue Textur. Das heißt, dieser Handgriff ist definitiv sehr, sehr rutschfest und auch von der Ergonomie meines Erachtens nach sehr angenehm. Das heißt, der Akkuschlagschrauber lässt sich durchaus problemlos greifen. Ich muss sagen, der Handgriff ist meiner Meinung nach etwas groß. Das heißt, bei sehr kleinen Händen könnte es eventuell Probleme geben. Aber ansonsten muss ich sagen, von der Handhabung wirklich sehr angenehm.
in diesem Zuge außerdem zu erwähnen die wichtigsten Bedienelemente des Akkuschlagschraubers, das heißt Drehzahlregulierung als auch Rechts-Links-Lauf. Dazu muss ich sagen, genauso wie auch bereits bei diesem Akkuschlagschrauber hinter uns, sind die Bedienelemente problemlos zu erreichen und zu greifen. Das heißt, ich muss hier mich nicht verrenken, um dann mal den Akkuschlagschrauber zu betätigen, und ansonsten sind diese auch schön leichtgängig bzw. präzise. Der neue DEWALT DCF 891 besitzt dabei genauso wie das Vorgängermodell einen leistungsstarken und effizienten Brushless-Motor. Dies ist erkennbar an den ganzen Brushless-Logos, das heißt hier oben am Handgriff als auch auf der Rückseite eigentlich nicht zu übersehen. Und wie wir bereits aus dem vorangegangenen Video von diesem Modell wissen, hat bereits dieses kleine Kerlchen einiges unter der Haube. Und ich muss sagen, der neue 891er hat laut Datenblatt noch einmal eine ganze Ecke mehr. Deswegen bin ich sehr gespannt, was wir von diesem Modell wirklich so erwarten dürfen. Die in Anführungszeichen alte Version besitzt dabei eine maximale Leerlaufdrehzahl von stolzen 2000 Umdrehungen in der Minute. Genauso wie dieser neue Akkuschlagschrauber, das heißt diesbezüglich gibt es zwischen diesen beiden Geräten keinen Unterschied. Dennoch, beim Blick auf die Schlagzahl sieht das Ganze etwas anders aus, denn hier ist der neue dem alten etwas überlegen. Und zwar schafft der DEWALT DCF 894 maximal 3100 Schläge in der Minute und der neue maximal 3250. Das heißt hier ein minimaler Unterschied. Ob sich das Ganze in der Praxis bemerkbar macht, das werden wir uns nachher im Test natürlich anschauen. Der nächste, eigentlich mit wichtigste Punkt eines Schlagschraubers, und zwar das Drehmoment, weist zwischen diesen beiden Geräten ebenfalls einen beachtlich großen Unterschied auf. Und zwar die alte Version hat ein maximales Anzugsmoment um die 447 Newtonmeter, was ja bereits eine recht gute Hausnummer ist. Die neue Version legt aber hier noch einmal eine ganz große Schippe drauf, und zwar jetzt kommt es. Dieser hier, der DEWALT DCF 891, soll ein maximales Anzugsmoment von um die 812 Newtonmeter aufweisen. Das heißt, noch einmal deutlich mehr als dieser Akkuschlagschrauber, obwohl beide, wie man sehen kann, gleich groß und fast gleich schwer sind. Hinzu kommt, dieser Kollege soll ein maximales Lösemoment von um die 1000 Newtonmeter aufbringen. Bei diesem Akkuschlagschrauber ist, soweit ich das gesehen habe, kein Lösemoment angegeben. Das heißt, wenn dieser Akkuschlagschrauber wirklich hält, was er verspricht, dann wird der Test extrem brutal. Angetrieben durch die beiden leistungsstarken Brushless-Motoren befinden sich direkt davor, hier in Silber zu sehen, die beiden Schlagwerke. Wie bei DEWALT üblich bestehen auch hier die Schlagwerksgehäuse offensichtlich aus Metall. Das heißt, wir haben hier Aluminium-Druckguss. Das Ganze sieht nicht nur schön aus, sondern hat den großen Vorteil, dass die entstehende Wärme auch deutlich besser abgeführt werden kann als bei einem Kunststoffgehäuse. Hinzu kommt, das Schlagwerksgehäuse zwischen diesen beiden Geräten, wenn man einmal etwas genauer hinschaut, hat sich ebenfalls leicht verändert. Und zwar, das Schlagwerksgehäuse vom neuen DCF 891 ist wie ersichtlich etwas größer und damit mit Sicherheit auch das verbaute Schlagwerk. Daraus resultierend hat der neue Akkuschlagschrauber also auch mehr Drehmoment oder kann mehr Drehmoment aufbringen und ist auf der anderen Seite natürlich wieder etwas schwerer, was wir vorhin ebenfalls schon gesehen haben. Ansonsten gibt es diesbezüglich keinen weiteren Unterschied. Wie gesagt, beide Gehäuse bestehen aus Aluminium-Druckguss, dieses hier etwas größer. Damit hat der Schlagschrauber auch etwas mehr Bums und wie man sehen kann, vorne dran ebenfalls nacktes Aluminium. Das heißt hier keine Gummischutzkante oder dergleichen. Wer so etwas zum Schutz benötigt, muss ich das Ganze optional dazu kaufen. Finde ich persönlich etwas schade, aber ansonsten gibt es hier nichts zu bemängeln. Ganz vorn dran wiederum befindet sich bei beiden Akkuschlagschraubern die entsprechende Aufnahme und wie man in der Seiten- sowie Frontansicht sehr schön erkennen kann, bei beiden gleich groß. Das heißt, wir haben sowohl beim alten als auch beim neuen eine normale 1,5 Zoll Aufnahme, wo wir dann auch die schön dicken Schlagnüsse problemlos verwenden können. Der einzige Unterschied, die Sicherung, und zwar besitzt der alte Schlagschrauber hier diese kleine Kugelsicherung auf der einen Seite und der neue den Schleifring, damit die Nuss von alleine nicht runterspringt. Ob das so einen großen Unterschied macht, das kann ich leider nicht sagen, aber ich glaube, diesbezüglich sollten beide Schlagschrauber ebenfalls die gleichen Fähigkeiten aufweisen. Wer diesbezüglich Erfahrung hat, also wer weiß, was nun wirklich besser ist, ob Schleifring oder die Kugelsicherung, kann das Ganze gerne einmal unten in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt, ob der Unterschied wirklich so groß ist oder eher einer Bagatelle gleicht.
In Ordnung, soweit so gut also hier zum oberen Teil des Akkuschlagschraubers. Nun geht es weiter am Fuß der Maschine. Auf den ersten Blick sieht auch hier wieder eigentlich alles identisch aus, ist es auch jedenfalls der Großteil. Und zwar ganz unten dran bei dem neuen Gerät selbstverständlich ein 18 Volt Akku, damit wir das Gerät entsprechend betreiben können. Der Akku wird dabei genauso wie bei diesem hier von vorn in den Akkuschacht eingeschoben, rastet problemlos und sicher ein. Das heißt, diesbezüglich gibt es nichts zu bemängeln. Auf der linken und rechten Seite eine kleine Aussparung und zwar für den Gürtelclip, der ebenfalls dem Lieferumfang beiliegt, auch genauso bei diesem Modell. Und ganz vorn dran die verbaute LED zum Ausleuchten, wie man sehen kann, mit Nachglimmfunktion. Insofern man sich beide LEDs einmal im direkten Vergleich anschaut, sieht man meiner Meinung nach einen minimalen Unterschied. Ob das Ganze wirklich auch in der Praxis festgestellt werden kann, genau das würde ich sagen, wollen wir nun einmal kurz testen. Deswegen Licht aus und Akkuschlagschrauber an. Kein Problem, das Studiolicht ist also nun deaktiviert. Hier stehen sie, die beiden Akkuschlagschrauber. Auf der linken Seite die alte Version, hier der neue, der DCF891. Beide Akkuschlagschrauber stehen auf der gleichen Höhe. Das heißt, diesbezüglich gibt es auf jeden Fall keinen Unterschied. Und nun bin ich gespannt, ob es wirklich Unterschiede bezüglich dieser beiden LEDs gibt oder nicht. Ich würde sagen, beginnen wir gleich einmal mit dem alten Akkuschlagschrauber hier auf der linken Seite. Wie man sehen kann, die LED schön hell und auch der Ausleuchtungswinkel sehr, sehr breit. Das heißt, diesbezüglich gibt es meiner Meinung nach nichts zu bemängeln. Und auf der rechten Seite nun der neue Akkuschlagschrauber. Wie man sehen kann, die verbaute LED ist auf den ersten Blick deutlich dunkler. Aber wie ersichtlich, wir haben hier ein leichtes Flackern. Woran liegt das? Nicht an der LED, also natürlich an der Kamera, aber es liegt hauptsächlich daran, dass wir hier an diesem Akkuschlagschrauber die LED dimmen können. Und zwar hier unten am Bedienpanel gibt es einen kleinen Knopf. Dadurch lässt sich die LED sowohl deaktivieren auf Stufe 1 als auch auf die höchste Stufe, und zwar Stufe Nummer 2, bringen. Und damit würde ich sagen, sind beide Akkuschlagschrauber gleich hell. Das heißt diesbezüglich keinen Unterschied. Ja, wenn das mal keine gute Überleitung zum Bedienpanel war, dann weiß ich auch nicht weiter. Und genau diese beiden werden wir uns nun einmal kurz anschauen, bevor wir dann gleich in die Praxis wechseln. Zum alten Modell brauche ich dabei eigentlich nicht viel sagen, denn dies habe ich bereits im vorangegangenen Video erklärt, aber hier noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Die alte Version besitzt in der Mitte einen kleinen schwarzen Schalter und insgesamt drei Stufen, Low, High und einen weiteren Modus in der Mitte. Damit lässt sich die Drehzahl bereits vorjustieren. Wie man sehen kann, funktionsfähig, aber nicht besonders. Die neue Variante wiederum besitzt in diesem Sinne keinen Schalter mehr, sondern wir haben hier ein schönes Bedienpanel aus Gummi mit insgesamt zwei Tasten und vier LEDs. Das neue Bedienpanel sieht dabei meiner Meinung nach nicht nur deutlich besser aus, nein, man kann es auch viel besser ablesen. Ersichtlich, die Zahlen sind schön groß, dahinter eine verbaute LED, entsprechend mit Hintergrundbeleuchtung. Und durch diese Taste hier drüben können wir also nun die vier Modi durchwechseln. Und durch diese Taste hier drüben, wie ersichtlich, die LED in den beiden Helligkeitsstufen regulieren und komplett deaktivieren. Der neue DEWALT DCF891 besitzt diesbezüglich also insgesamt drei Geschwindigkeitsstufen plus die Precision Mode Stufe, wo dann der Akkuschlagschrauber mehr oder weniger intelligent prüft, wie denn das Schraubverhalten aussieht. Das heißt, beim Festschrauben beginnt der Schlagschrauber nur mit dem normalen Schraubvorgang, ohne zu schlagen. Sobald er dann merkt, dass das Schlagwerk einsetzen müsste, pausiert er kurz und dann beginnt er erst mit dem Schlagen. Damit soll dem Anwender gezeigt werden, dass nun mehr Drehmoment aufgebracht wird. Das heißt, der Anwender kann entsprechend dann aufhören mit dem Schrauben und beim Lösen genauso. Das heißt, hier arbeitet dieser Schlagschrauber mit maximaler Schlagzahl. Sobald die Mutter gelöst ist, hört er dann auf, sodass die Mutter nicht von der Schraube runterfahren kann. Genauso auch bei diesem Modell, aber hier haben wir nur zwei Drehzahlstufen plus den Modus in der Mitte. Im Großen und Ganzen kann man also sagen, hat sich also auch am Fuß der Maschine an den Bedienelementen einiges getan und verbessert. Nun stellt sich natürlich die letzte und wichtigste Frage, wie schlägt sich denn der neue Akkuschlagschrauber wirklich im Test? Was hat er zu bieten? Auch nicht zuletzt im Vergleich zu der alten Version. Und genau das würde ich sagen, wollen wir uns nun einmal endlich anschauen. Das heißt, lehnt euch zurück, Licht aus, Vorhang auf, denn nun geht es los mit dem Praxistest.
Soweit, so gut, und damit auf geht es in den Vergleichstest dieser beiden Akkuschlagschrauber hier von DeWalt, quasi ein alt gegen neu, 894 gegen 891. Ich bin gespannt, wie beide im Vergleich abschneiden. Wie man sehen kann, für beide Geräte identische Akkus, das heißt zwei Flexvolt-Akkus, 6 Amperestunden, beide selbstverständlich vor dem Test für die maximale Power noch einmal aufgeladen. Hinzu kommt, beide Geräte befinden sich in der höchsten Leistungsstufe, bei dem neuen ist das Stufe Nummer 3, bei dem alten der High Mode, ebenfalls hier einmal aktiviert, und außerdem im Video zu sehen, der digitale Drehmomentschlüssel bzw. die beiden Schlagnüsse komplett identisch für vergleichbare Ergebnisse. Bezüglich des Ablaufs, hierbei habe ich immer drei Muttern festgezogen, eine nachgemessen und die anderen beiden dann entsprechend mit den Schlagschraubern gelöst. Beginnen wir mit dem ersten Drehmoment, hier gekennzeichnet der 891er. Und wie man sehen kann, beide Akkuschlagschrauber fast identisch, kein Unterschied zu erkennen. Das nächste Drehmoment, 268 Newtonmeter. Und der neue auf der rechten Seite war etwas schneller, der Unterschied aber minimal. Ich würde sagen, warten wir auf das nächste Drehmoment. Es bleibt interessant, 349 Newtonmeter. Und das sieht gut aus, der Unterschied doch schon etwas größer als zuvor, natürlich für den neuen Akkuschlagschrauber hier auf der rechten. Und nun wird es brutal, 410 Newtonmeter für beide Geräte, der neue bereits gelöst, der alte kurz hinterher. Nächstes Drehmoment. Leute, 493 Newtonmeter, bereits gelöst, auch von dem alten, einfach nur brutal. Und nun das nächste Drehmoment, 547 Newtonmeter, einfach nur Wahnsinn, von dem neuen 891er bereits gelöst und nach Sekunden auch hier vom alten 894er. Ihr seht, der Unterschied war riesig. Machen wir weiter mit dem Anzug, 5 Sekunden für beide Akkuschlagschrauber. Und das war's, die Schrauben sind angezogen, nun der Drehmomentschlüssel. Angefangen mit dem alten, 453 Newtonmeter. Das sieht gut aus, ein recht stattliches Ergebnis hier für diesen Akkuschlagschrauber mit 5 Sekunden im Anzug. Und nun der neue. Ihr seht, ich bekomme die Mutter kaum gelöst. Und das war sie. 897 Newtonmeter für den neuen DeWalt DCF 891. Das ist fast das doppelte Drehmoment im Vergleich hier zum alten 894er. Einfach nur blanker Wahnsinn. Machen wir weiter mit dem Test im Holz. Mal sehen, wie beide Geräte nun im Vergleich abschneiden. Dazu auch hier wieder das identische Zubehör, das heißt Bithalter, Adapter, Bits, alles gleich für vergleichbare Ergebnisse. Und nun wird es interessant mit diesen Vollgewindeschrauben. Mal sehen, wie groß der Unterschied hier sein wird. Beginnen wir mit der kleinsten 10x200mm für beide Geräte. Auch hier das neue Gerät mit dem pinken oder lilanen Sticker markiert. Wie man sehen kann, die neue Version ein Ticken schneller. Machen wir weiter mit der nächsten Schraube, 10x300mm. Und das sieht gut aus, der Fortschritt. Sehr, sehr zügig bereits die Schraube hier beim neuen Akkuschlagschrauber versenkt. Und wie man sehen kann, die alte Version hat noch ziemlich zu kämpfen. Ich bin gespannt, ob sie die Schraube wirklich komplett reinbekommt. Aber das sieht gut aus. Auch hier die 300mm Schraube von der alten Maschine versenkt. Nächste Schraube im Test, 12x200mm. Hier gleich 2mm mehr im Durchmesser. Und schaut euch den neuen Akkuschlagschrauber an, wie er hier die Schraube ins Holz zimmert. Daneben die alte Version ebenfalls problemlos versenkt, nur halt ein Ticken langsamer. 12x400mm für beide Geräte. Ich bin gespannt, ob sie die Schrauben noch wirklich vollständig reinbekommen. Ich würde denken, beide Akkuschlagschrauber ungefähr gleich auf. Bis jetzt. Und nun sieht man, wie beide Geräte zu kämpfen haben. Der neue 891er hat die Schraube schon wieder so gut wie versenkt, währenddessen der 894er noch voll dabei ist.
Wie man sehen kann, die Grenzen des Machbaren sind also hier erreicht. Der alte Akkuschlagschrauber hat die 12x400mm Schraube nicht mehr vollständig ins Holz treiben können, deswegen hier den Test abgebrochen. Zuletzt noch einmal der Akku-Check, angefangen hier mit der neuen Version. Wie ersichtlich, der Akku zeigt noch 3 von 3 Balken, das heißt der Akku ist noch recht voll und verglichen mit der alten Version, diese hat noch 2 von 3 Balken. Bedeutet, man könnte nun vermuten, ob es wirklich am Akku-Schlagschrauber selbst liegt oder ob der eine Akku vielleicht schon etwas mehr verschlissen ist. Also ich glaube, der Unterschied zwischen diesen beiden Geräten ist eher gering. Gering, dabei natürlich nur bezogen auf den Akkuverbrauch, denn der Leistungsunterschied zwischen diesen beiden Geräten war nahezu brutal. Wie man im Test sehr schön sehen konnte, waren beide Akkuschlagschrauber zu Beginn stets ungefähr gleich auf, jedenfalls bis zu einem gewissen Drehmoment. Von 400 bis 500 Newtonmeter war der Unterschied dann schon prägnant, das heißt hier war der neue 891er deutlich schneller als der alte 894er. Währenddessen der neue Akkuschlagschrauber die Mutter bereits nach einer Sekunde gelöst hatte, war der 894er etliche Sekunden dabei, die Mutter zu lösen, bis er es dann endlich geschafft hatte. Numerisch sichtbar wurde das Ergebnis dieser beiden Schlagschrauber dann noch einmal sehr schön beim Anzug, wo ich beide Akkuschlagschrauber 5 Sekunden die Muttern lang anziehen lassen habe. Der alte 894er hat hierbei einen Drehmoment von 453 Newtonmeter aufgebracht, was ja bereits mehr als ordentlich ist. Auf der anderen Seite aber der neue, der 891er, welcher sage und schreibe 897, also quasi 900 Newtonmeter auf diese Mutter aufbringen konnte. Das heißt, der neue DEWALT DCF 891 hat im Vergleich zu seinem Vorgängermodell fast das Doppelte an Drehmoment auf die Mutter in der gleichen Zeit aufgebracht, was einfach kompletter Wahnsinn ist. Das Ganze zuletzt noch einmal unterstrichen durch die Vollgewindeschrauben, wo man ebenfalls sehen konnte, dass der 891er wieder etwas mehr Bums besitzt und die Schrauben schneller und effektiver ins Holz treibt als der 894er, speziell bei der ganz großen 12x400mm, wo dann der 894er die Schraube nicht mehr vollständig versenken konnte. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich von dem neuen DEWALT Akkuschlagschrauber, dem DCF 891, einfach mehr als überzeugt. Das Gerät sieht optisch zwar aus wie der Vorgänger, hat aber innerlich deutlich mehr Power als dieses Modell. Hinzu kommt natürlich auch das neue Bedienpanel am Fuß der Maschine, was meiner Meinung nach ebenfalls deutlich effektiver und übersichtlicher ist als beim alten Schlagschrauber. Stellt sich die Frage, lohnt sich also ein Upgrade vom 894er auf den 891er? Meiner Meinung nach ohne zu zögern, ja. Ganz klar für alle diejenigen, die bis jetzt den 894er nicht ausreizen konnten, da wird dieser weiterhin vollkommen genügen, aber alle diejenigen, die noch etwas mehr Leistung brauchen bzw. Kapazitäten nach oben haben möchten, den würde ich ganz klar den DEWALT DCF 891 empfehlen. So weit, so gut, auf jeden Fall zu den Ergebnissen. Nun bist du gefragt, wie ist deine Meinung zum neuen DEWALT DCF 891? Hast du eventuell schon Erfahrung? Schreib sie gerne einmal unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback. Denn damit war es auch schon mit diesem Video. Falls dir gefallen hat, dann zeig es gerne mit einem kräftigen Daumen nach oben, um meine Arbeit und diesen Kanal zu unterstützen. Außerdem, falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt noch schnell kostenlos abonnieren plus die Glocke aktivieren, um künftig kein neues Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise zum Unterstützen und Unterhalten dieses Kanals findest du unten in der Videobeschreibung. Herzlichen Dank für deine Unterstützung und damit würde ich sagen, mach's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.